Hey ho, herzlich willkommen zu meinem allerersten Video. Ich bin der Seth, wie wahrscheinlich auch manche schon von mir gehört haben, durch andere LPer oder halt einfach nur YouTuber. Da ich ja schon Gastauftritte hatte bei Mifi, German Yoshi 90 und Sui Shomaru, kurz Sui. Ja, wie gesagt, das ist mein allererstes Video und ich werde wohl in Zukunft dann auch anfangen, beziehungsweise mein langes Vorhaben da nochmal durchführen. Schon knapp 2 Jahre ist es her, hatte nie das Equipment, nie wirklich das Geld. Aber das soll jetzt nicht mehr das Problem sein. Ich werde in Zukunft halt Let's Plays anfangen und auch Videos hochladen. So in Kategorie wie die anderen auch circa. So Pokémon Battle halt oder wenn mal was ansteht, was wir zusammenspielen oder halt eigene Projekte, vielleicht sogar irgendwelche RPGs wie Final Fantasy oder vielleicht auch Geschicklichkeitsspiele, wo man mich vielleicht ragen hören könnte. Das ist alles nicht unmöglich. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Aber nicht nur Let's Plays sollen auch im Kanal vertreten sein, sondern Tutorials oder halt auch mal, wenn irgendwas Lustiges angefangen ist, wo man vielleicht drüber lachen könnte oder ein paar witzige Momente, Montagen oder sowas. Das ist auch alles machbar und auch alles möglich und hätte auch richtig viel Bock drauf, diese auch dann online freigeben zu können, veröffentlichen zu können. Ja. Was ihr hier momentan sieht, ist die Naruto-Demo auf der Xbox 360. Diese Naruto-Demo ist die Demo zu dem Spiel, welches am 8.3. rauskommt. Dieses Spiel ist Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Wird schon richtig sein. Ja. Die Demo beginnt halt damit, dass der Kyuubi mit dem Masked Man halt Konoha angreift. Den Masked Man sieht man hier auch gerade schön im Hintergrund. Ja. So viel erstmal zum Intro. Ich werde halt diese Demo jetzt ja komplett halt durchspielen und das Informative vorweg habe ich ja jetzt schon gebracht. Die Grafik an sich von dem Spiel hat sich wirklich verbessert, muss man schon mal sagen. Also Effekte und so sind recht schön umgesetzt. Ich freue mich auch richtig auf das Originalspiel, was halt ja in knapp na, schon weniger als 3 Wochen rauskommen wird. Ob ich dieses auch Let's Player, das wäre wahrscheinlich möglich. Kommt halt drauf an, wie groß der Inhalt ist, ob vielleicht nicht die Parts zu lange wären, ansonsten wird es halt ein bisschen schwierig, da ich ja noch schon ein schönes Limit drin habe, es sei denn, ich krieg's vielleicht aufgehoben, dann werde ich wahrscheinlich so 20, 30 Minuten Parts anbieten. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt wohl dem ersten Kampf gleich stellen müssen. Der verläuft erstmal mit dem, wie hier schon eingetroffen, den dritten Hokage. Der dritte Hokage wird auch spielbar sein im Originalspiel. Und das heißt, jetzt muss ich wohl mit dem dritten Hokage rangehen an den Neunschwänzigen. So, los geht's. Wir lassen nicht zu, dass unser Dorf bedroht wird. Los geht's. Okay, gut. Das ist ja auch mein Dorf in dem Moment. So wird gespielt. Okay, Hilfsaktion, bewegen, Pause, Schuriken, angreifen, springen, Chakra. Okay.
Ratschlag 1, 2, Angriffe, neue Achtung, Gefahr. Und Angriffe, Achtung, QB-Gefahr. Okay, gut. Da kann ich mit Freunden was machen. Okay, gut. Und anscheinend wohl auch Active Time Battle. Gut. So, dann gehen wir mal los. Die Steuerung hat sich ja nicht wirklich verändert seitdem. Springen, Chakra ist seit den Vorteilen immer noch das gleiche. Muss man Angriffen ausweichen, auf Gebäuden stellen, blaue Zeichen, Shuriken, Ninjutsu und okay. Gut. Okay, dann sollte ich vielleicht erstmal auf dieses blaue Dach da hinten hin. Kann ich dann wohl Jutsus und sowas auch abfeuern. Und auch hier kann ich sogar normal angreifen. Komm her! Aha. Oh. Bijou, Kanonen, Dingsy. Ah, hier kann ich so normal angreifen. Mit dem dicken Stab. Boah, das macht auch ordentlich Damage. Jetzt muss ich weg, sonst pustet der mich da weg. Eintreffen von Verstärkung. Mit Verstärkung vereinigen. Eilmeldung, Verstärkung, Feigen, Freulen. Okay, gut, ich werde wohl dahin laufen müssen, wo der Pfeil gerade hin zeigt. Nach links. Auf dieses Dach da hoch. Okay. Eintreffen von Verstärkung 2. Hilfseingriffe aktivieren. Okay. Okay, gut. Das sieht nach einem Active Time Battle aus, wie man ihn aus dem zweiten Teil kennt. So, was muss ich drücken? Was muss ich drücken? Will was drücken? Interaktive Aktion. Ja, wie schon erwähnt, Active Time Battle. Okay. Okay, je besser man es macht, desto mehr Sterne kriegt man. Das finde ich gut. Dann werden wir jetzt erstmal ein paar Sterne sammeln. Interaktive Aktion. Die schauen wir was andere nach. Okay. Boah, drehen. Okay, schon mal zwei Sterne. Man muss den Stern voll kriegen für irgendwelche Sonderaktionen, denke ich mal. Oder halt freischaltbare. So war es in den Vorteilen jeweils. Okay, jetzt bin ich wieder Sarutobi. Oh, jetzt gibt's auch für Orme. Jetzt will ich erstmal wieder weghüpfen. Der wird schon wieder fuchtig hier. Okay, was macht der da hinten? Hey, der schmeißt mit Häusern! Ist aber nicht sehr nett. Chakralan, Chakralan. Oh, er macht wieder irgendwas Gefährliches. Wow. Auf den Häusern stand ich gerade noch. So, erstmal wieder schön Chakralan. Oh, da hinten ist wieder so eine Aktion. Okay, gut, da hinten war so eine Aktion. Wow, 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 deine Faust, deine Faust, deine Faust. Puh, ja, eigentlich ist der, oh, ich muss nach links, ich muss nach links. Nach links, nach links, nach links. Ach, erstmal kriegst du das hier ab. Jetzt nach links. Okay, gut, vielleicht sollte ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter weghüpfen. Jetzt muss ich... Ah, fuck! So, da hoch muss ich. Los, komm. Oh, das ist die Familie von Kiba. Erkennt man an den Hunden. Oh, was muss ich drücken? Oh, B! Ah, B! Ah. So. So, der QB hat anscheinend wohl drei Leisten und das ist gerade seine letzte. Gefällt ihm bestimmt nicht, dass er gerade auch richtig auf die Fresse kriegt. Ach, Enma, was machst du da? Ach so, ich habe keinen Chakra. Oh, oh, Häuser! Er wirft mit Häusern! So, jetzt kann ich wieder in Ruhe Chakra laden. Oder auch nicht. So.
Ich kann auch was schießen, aber ich sollte vielleicht abhauen. Wow, er macht jetzt mehrere Schüsse. Er macht mehrere. Okay, gut. Jetzt muss ich wieder nach da vorne. Okay, dann kann ich ihn wieder mit meinem dicken Stab auf die Schnauze hauen. Er ist auch jetzt, glaube ich, in dem Bereich, wo das letzte Active Time Battle aktiviert wird gleich. Okay, gut. Ja, okay, das ist der Clan von Shikamaru. Der ist, ja, für ihre Schattenkünste bekannt. Und wie man gut sieht, bändigen sie ihn auch ganz gut. Und jetzt muss ich schon wieder mit, oha, schnell reagieren. Gut, der Vater von Shoji gibt ihm erstmal einen ordentlichen Bodycheck. Und das ist auch der Vater von Ino. Und der ist halt mit Gedankenkontrolle ganz gut. Wunderbar. Komplett voll. So. Was geschieht jetzt? Okay, gut. Es sieht aus, als wenn alle einen Angriff durchziehen würden. Oh. Auch einen so großen sollte das schon ziemlich auf die Schnauze geben können. Und ja, damit ist auch schon der erste Kampf gegen den Neunschwänzigen gewonnen. Auch der einzige Kampf in der Demo. Oh Mann. Oh, angeschlagen. Oh, Blut. Ja, Blut gibt's auch. Cool. Das ist ja nicht unbedingt immer, ja, so Standard, dass es bei solchen Spielen Blut gibt. Aber ein guter Pluspunkt. Und jetzt kommt wohl der Kampf gegen Masked Man mit Minato. Auch bekannt aus Manga und Anime. Und in diesem Kampf, auch wenn man ihn schon mal in den Vorteilen gespielt hat, gibt es halt Neuerungen. Und zwar halt Neuerungen vom neuen Kampfsystem. Und zwar in diesem Kampfsystem, so wird erstmal gespielt. Neues Erwachen. Ja, es gibt jetzt mit dem rechten Stick kann man die neue Erwachen-Funktion nutzen. Und zwar, dass man instant ins Erwachen kommt. Das ist sehr neu. Man muss halt nicht mehr so viel KP verlieren, um erst in Erwachenmodus gehen zu können. Und ja, hier wird es nochmal erklärt, das Erwachen, wie es ungefähr aussieht. Und man hat auch noch zwei neue Funktionen. Und zwar, wo normalerweise die Hilfscharaktere sind, sind jetzt solche zwei Schuriken. Die führen halt eine Aktion aus. Und dann gibt es halt noch die Geheimaktionen. Die werde ich hoffentlich benutzen im Kampf. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Wird schon. So. Hier wird nochmal die Geheimaktion erklärt. Okay, wenn das Zeichen kommt, das werde ich schon hinkriegen. Einfach mal, um es vorführen zu können, kann man hier gleich ins Instant Erwachen gehen. Boah. Ganz schön viele Balken gleich am Anfang wegverschwendet. Allerdings, was der Nachteil ist, man verliert sehr viel Chakra im Erwachenmodus dadurch. Das heißt, der ein schöner Nachteil. So. Ein bisschen mehr auf die Omme gehen. Und das war eine der neuen Funktionen. Jetzt ist die Geheimaktion verfügbar. Mit Chakra Sprint lösen wir diese auch aus. Und diese Aktion kennt man auch aus dem Anime. Die ist auch ganz cool. So. Und schwupps. Und rennt.
So, hat auch gut Schaden gemacht. Geheimaktion erfolgt. Und jetzt wird einfach nur noch der Rest seiner Leiste einfach runtergeprügelt. Sollte kein Thema mehr darstellen. Die neue Instant-Funktion ist richtig geil. Rems. Und down. Hier sieht man auch das Jutsu, wie er den Kyuubi von ihm befreit, sodass der Kyuubi nicht mehr unter seiner Kontrolle ist. Und ja, wenn man alle Sterne freigeschaltet hat, beziehungsweise bekommen hat, dann kriegt man Geheimfaktoren. Okay, gut. Wird wahrscheinlich dann auch im Spiel so sein, wenn es schon in der Demo ist. Warum soll es dann nicht im Spiel sein? Dann sieht man hier noch die schöne Bonus-Material, was man halt wahrscheinlich nur bekommt, wenn man halt auch wirklich alle Sterne ausfüllt. Ja, dann war das auch schon die Demo. Es gibt jetzt halt nur noch das kleine Endvideo. Und ich werde natürlich noch das Abschlussvideo euch zeigen. Also, ich bin Seth und das war mein erstes Video. Es werden natürlich weitere Folgen, also stay tuned und tschö tschö. あなたを愛してる。力が溢れる。今なら行ける。俺は一人じゃない。だから俺は負けない。 私の飼っているニビの方がお前の数倍じゃ邪魔だ。 手加減は苦手なんだよ。 決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつ。 ビーノちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。俺は友を守りたい。そしてこの世界を守りたい。彼らは霧隠れ 忍びがたな新種の前任者たちだ。なんとか巻き返さないと。勝者は後方に下がれ。俺が盾になる。この小言俺を切り裂くか。もうこんな戦いはなしにしよう。やるぞ銀閣。おうよ金閣。俺たちに挑むなんて逆に早い。不甲斐ない。これが今の忍びの力。僕がやる。
僕が止めてみせる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。うん。4代目火影は失敗なんかしてねえ。守るべきものがある限り最後まで諦めない。ミナトがそう信じたように私もナルトにかける。俺もだぜ。ナルト、私たちの僕に生まれてきてくれて本当にありがとう。俺ってはいろいろ託されてるもんがあっから。 失敗はしねえ。